Lieben und herzlich willkommen in meiner Food Lounge. Heute habe ich für euch eine Kuppeltorte und zwar machen wir eine Mandarinenkuppeltorte mit einem Wiener Biskuitboden. Viel Spaß! Für den Wiener Boden brauchen wir 5 Eiweiß, 5 Esslöffel kaltes Wasser, eine Prise Salz, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 5 Eigelbe, 120 Gramm Mehl, 80 Gramm Stärke, einen Esslöffel Backkakao, 2 Teelöffel Backpulver, 60 Gramm Zartbitterschokolade und 50 Gramm flüssige Butter. Bevor wir loslegen, müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Und zwar mischen wir das Mehl mit dem Kakao, der Stärke und dem Backpulver. Den Vanillezucker, den geben wir zum Zucker dazu. Und die Schokolade muss natürlich fein geraspelt werden. Also ich habe sie sehr, sehr fein geraspelt. Man könnte sie auch mit dem Messer hacken, aber ich wollte solche kleinen Fitzerli-Dinger da haben. Dann legen wir los mit dem Teig. Wir geben unser Eiweiß in eine Schüssel. Da kommt dann die Prise Salz dazu. Dann kommt das Wasser mit hinein. Und wir schlagen das Ganze etwas auf. Dann lassen wir den Zucker mit dem Vanillezucker langsam hineinrieseln und schlagen das Ganze so lange auf, bis es sich verdreifacht. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt eine richtig schöne, so fast schon eine, also was heißt fast schon, es ist eine Biskuitmasse. Und da geben wir jetzt das Eigelb dazu. Und das Ganze verrühren wir. Ist das Eigelb verrührt? Kommen dann die Schokoladenraspeln dazu. Und die werden dann ebenfalls nochmal mit der Biskuitmasse verrührt. Jetzt brauchen wir einen Sieb, da geben wir unser Mehl-Kakao-Gemisch hinein und sieben das über unsere Eiermasse. Und dann muss das Ganze vorsichtig untergehoben werden. Was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, die Butter bitte in der Mikrowelle schmelzen und wieder erkalten lassen. Also sie sollte nicht heiß sein. Die geben wir dann noch mit, also die Butter geben wir dann noch mit in den Teig hinein, heben das Ganze noch mal kurz unter und dann ist unser Teig für den Biskuitboden auch schon fertig. Jetzt brauchen wir eine Springform. Meine hat einen Durchmesser von 26 cm und da füllen wir nun unseren Teig hinein. Der Boden darf jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 40 Minuten backen. Nach dem Backen 5 Minuten in der Form auskühlen lassen und dann den Boden aus der Springform befreien. Wie das geht, seht ihr hier, also mit einem Messer herausschneiden. Ja, und so hoch ist er bei mir geworden. Der Boden darf jetzt komplett auskühlen. Dann geht es auch schon weiter mit der Füllung. Die ist ganz einfach. Ihr braucht dafür 600 ml Sahne, 3 Päckchen Vanillezucker, 7 Esslöffel Sanapat, den Saft einer halben Zitrone und eine Dose Mandarinen. Also ich hatte eine große Dose. Die Sahne geben wir in eine Schüssel. Da kommt dann auch gleich der Zitronensaft dazu und dann schlagen wir das Ganze kurz auf.
Dann darf auch der Vanillezucker schon dazu. Und das Sanapart, das bitte langsam hineingeben, denn, oder besser gesagt die Maschine nach unten schalten, also auf niedrige Stufe, denn das staubt recht arg. Und dann können wir unsere Sahne steif schlagen. So soll die Sahne ausschauen, also richtig fest. Dann brauchen wir die Mandarinen. Da habe ich so die Hälfte in die Sahne gegeben. Und das, also, und die Mandarinen heben wir dann auch vorsichtig unter. Und unsere Füllung ist schon fertig. Die kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank, denn wir brauchen jetzt wieder unseren Boden. Der Boden, den müsste ich jetzt so schneiden, dass... also ich brauche zwei Teile. Und der obere Teil, der darf maximal einen Zentimeter dick sein. Maximal 1,5 Zentimeter, wie ihr hier seht. Also das brauchen wir dann für die Stückchen. Den legen wir dann auch auf die Seite. So schaut übrigens der Teig aus, der Schokoladenteig. Ich habe hier jetzt so einen Tortenteiler. Der hat auf der Rückseite solche, ja, solche Kerben, da wo man halt markieren kann, wie man die Torte schneiden muss. Und den habe ich auf meinen Boden gelegt und einfach feste angedrückt. Leider ging er nicht komplett durch. Aber wie ihr hier schön erkennen könnt, ja, da habe ich ihn jetzt nicht runtergebracht, habe ich einfach da bloß geklopft und dann ist er runtergefallen. Jetzt habe ich gleichmäßige Stücke. Also die muss ich dann nur noch mit einem Pizzarädchen, habe ich das gemacht, einfach nochmal durchschneiden, weil sie gingen ja nicht ganz durch. Ja, und das sind jetzt 16 Stück. Von den Mandarinen habe ich noch ein bisschen Flüssigkeit übrig. Damit habe ich den unteren Boden ein bisschen beträufelt, dass er nicht ganz so trocken ist und halt auch ein bisschen nach Mandarine schmeckt. Jetzt holen wir unsere Sahne, also unsere Füllung, und da geben wir alles auf die Mitte des Bodens. Also wir müssen von der Mitte aus nach außen eine kuppelförmige Form streichen. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr hier im Schnelldurchlauf. Ihr müsst auf den unteren Boden einen Zentimeter Abstand lassen. Also wir brauchen einen Rand, da kommen dann später die Biskuitteilchen darauf. Also müssen wir da darauf legen. Ja, und wenn wir eine Kuppel haben, dann holen wir uns den ersten Teil vom Boden und legen ihn auf die Sahne drauf. Also wie es genau geht, das seht ihr hier. Also ich habe ein kleines bisschen Abstand gelassen, also nur ein klitzekleines bisschen. Und so sieht er dann fertig aus. Oben entsteht dann natürlich eine Lücke und die habe ich mit Mandarinen belegt. Und zwar zu einer, ja, ich würde mal sagen, Blumenform. Damit die Torte nicht ganz so nackig ausschaut, habe ich dann noch etwas Puderzucker darüber gestreut oder darüber gesiebt. Und dann war meine Kuppeltorte auch schon fertig. Also ich finde, sie sieht richtig gut aus, ist total einfach in der Herstellung und schmeckt auch wirklich lecker und durch die Mandarinen sehr, sehr fruchtig. Ja, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!